Hallo, mein Name ist Daniel Bittlingmeier. Wir sind hier in der Nähe von Allen im Osthalbkreis. Wir haben hier einen Betrieb mit 400 Milchkühen und einer 400 kW Biogasanlage. Wir sind hier auf 620 Meter Höhenlage und deshalb ist bei uns die Maisabreife sehr spät. Und da wir vom Betrieb mit Biogasanlage und Milchvieh sehr viel Mais im Anbau haben, häckseln wir den Mais erst Ende September, Anfang Oktober. Wir bauen die Hybridgerste an, da wir extrem spät säen, um den 15. Oktober. Und da sich die letzten 10 Jahre gezeigt hat, dass die sehr gut zu unserem Standort passt und auch spät saatverträglich ist. Aufgrund der Höhenlage und der späten Aussaat haben wir eine Aussaatstärke von 220 Körner je Quadratmeter ausgewählt. Im Herbst haben wir die Herbizidmaßnahme gemacht und jetzt im März, Anfang März, haben wir die Wintergerste, die erste Gabe, gedüngt. Also in nächster Zeit steht die zweite Gabe an und die werden wir mit Gülle durchführen, da wir sehr viel Gülle auf dem Betrieb haben. Die Gerste ist jetzt noch sehr dünn aufgrund der späten Aussaat, aber sie bestockt sich jetzt noch und dann wird sie bis zur Ernte eine schöne Gerste. Mein Name ist Rasim Samanov. Ich trage die Verantwortung Gebietsleiter in Württemberg und Bayerische Schwaben. Aktuell haben wir Stickstoffpreise. Die Preise liegen historisch auf dem höchsten Niveau. Das heißt, jeder Betriebsleiter muss sich dann überlegen, welche Sorte ich anbaue, die stickstoffeffizienter sind. Und nach meiner Erfahrung, Hybridgerste sind letzte Jahre deutlich stickstoffeffizienter. Und von vielen Versuchen könnten wir auch dann feststellen, ungefähr durchschnittlich 4-5 Doppelzentner können wir durch den Hybridgersteanbau mehr Erträge erzielen. Wir haben seit letztem Jahr die viele rote Gebiete, die müssen sowieso Stickstoffintensität runterfahren. Und je weniger ich Stickstoff andüngen darf, desto weniger wird geerntet. Aber durch Hybridgerste können wir diese Verluste optimieren. Wir stehen auf dem Betrieb Bittlingmeier und Wintergerste wurde hier deutlich später gesät. Und nach langjähriger Erfahrung, Herr Bittlingmeier hat auch dann in Erfahrung gebracht, dass die Spätsaatverträglichkeit unserer Hybridgerste-Sorten sind deutlich besser und die Linien kommen einfach nicht nach. Hybridgerste bringt mit sich einige Vorteile. Dazu zählen Stickstoffeffizienz, Ackerfuchsschwanzunterdrückung, Spätsaatverträglichkeit und Ramularia-Toleranz. Weitere Stärken sind von Hybridgerste starke Wurzelwachstum, Ertragsstabilität, Vitalität und starke Bestockungsvermögen. Durch die Düngungsmaßnahmen und weitere ackerbauliche Maßnahmen haben wir die letzten Jahre über 80, 90, auch 100 Doppelzentner Erträge erzielen können. Nächsten Wochen planen wir mit Herrn Bittlingmeier zweite Düngungsmaßnahme. Anschließend kommt Wachstumsregler und erste Fungizidgabe. Wir werden in den nächsten Wochen Betrieb Bittlingmeier nochmal besuchen und Ihnen diesen gleichen Schlag wieder präsentieren. Freuen Sie sich auf die nächsten Videos. Bis dahin, machen Sie es gut.